Tschüss. Fuck your man, ja! Boah, voll verbogen. Scheiße. Ja! Ich muss scheißen. Brian, wir wollen Buggy bauen. Jo, ich komm. Wir bauen heute so einen Buggy, mit dem man am Strand fahren kann. Zieh mal mit so einer großen Matte oder mit einem Strandkite. Wir haben einen ganz klaren Plan. Du hast im Grunde eine Vorderachse, da sind auch die Füße drauf, weil mit den Händen fliegst du den Kite. Das heißt, du lenkst mit den Füßen, sitzt eigentlich einfach so da drin, steuerst das Ding unten und oben eben den Druck. Und wir wollen aber zusammenfahren. Und Johnny hat hier auf einer alten Bank von uns hat irgendwo so ein Hi-Yo-Pi zwei Schalensätze raufgeschraubt. Und das ist natürlich richtig geil. Gibt's schon so ein Sozius? Gut, woher kennst du das Wort? Mich hat mal so ein dicker Mann gefragt, ob ich sein Sozius sein will. Wirklich? Ja. Sowas wie ein Ziehsohn, wollte er sagen wahrscheinlich. Ach so. Oh, es tut mir jetzt leid, dass ich nicht zurückgerufen habe. Setz dich mal hin. Also wir haben hier, irgendwie muss das zwischen meine Beine kommen. Von hier aus müssen wir breit werden, sodass du hier deine Füße rauflegen kannst. Das geht bis nach hinten durch, Achse drauf. Jetzt müssen wir nur zusehen, dass die Scheiße auf dem Weg nach hinten nicht durchbiegt. Lass uns mal mit der Lenkung vorne anfangen, weil da wissen wir, das muss kurz über dem Reifen sitzen. Ja, und die ist ja auch in 20 Minuten fertig, ne, Finn? Digga, ey, was ist das bitte? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe gerade gesagt, das dauert überhaupt nicht lange, ne? Was wir brauchen, ist hier oben Lenkestänge. Gehst du runter an das Teil, fertig, Alter. Es ist kurz brutzeln. Wenn du mich schweißen kannst, dauert es länger, ja. Mhm. Jetzt haben wir hier unsere Oberkante und da kommt der Reifen zwischen. Gleich versteht man das. Warte ganz kurz. Das ist immer sehr schwierig, einem Genie zu folgen. Da hätte ich auch weiter bauen können. Brian, guck mal, wie genau ich arbeite. Ich habe einen Zollstock in der Hand. Ja. I'm just a full material girl. Es geht mit diesem Akkuschrauber. Kannst du mal aufhören, die ganze Zeit zu bohren? Das kann man überhaupt nicht reden. I'm just a full material girl. Da hätte ich auch weiter bauen können. Jetzt müssen wir gucken. Das Ding kommt von oben, geht hier ein bisschen rüber. Und dann jetzt müssen wir von hier nach da überbrücken. Wow. Wow, schicke Natu. So, das Ding haben wir fertig. Es wäre so geil, wenn es jetzt durchgebrochen wäre. Hast du das geschweißt? Gute Arbeit, Brian. Das ist ein bisschen schräg, ne? Müssen wir nach innen hauen. Reicht schon? Sex pur. Diese Lenkung ist aus dem Hause Klimasland. Und hat nur 20 Minuten gedauert. Wie lange haben wir schon? Stunde. Es ist kurz brutzeln. Wenn du mich schweißen kannst, dauert es länger, ja. Wir verschweißen jetzt mal kurz den hier. Jetzt haben wir unsere Achse aus Versehen quer angeschweißt. Ups. Wenn du mich schweißen kannst, dauert es länger, ja. Das hat das öffentlich-rechtliche Fernsehen aus mir gemacht. So. So, geben Sie mir einen Schweißhelm. Ey, warum? Ich will meinen. Danke, danke Lars und Manuel für diesen Schweißhelm. Ja, blitz nicht ab. Batterie leer. Blitz nicht ab. Außerdem kannst du da durch nichts gucken, weil die Folie an beiden Seiten noch drauf ist. Guck mal hier. Die hat er drauf gehabt und zwar auf beiden Seiten. Außerdem ist das der beste Moment, Alter, oder was? Hast du das Neueste, siehst du die Folie ab. Da geht er schon direkt fast bei einer flöten. Oh. Machst du hier gerade ein Unboxing? Oh. Fuck, ist das geil, Alter. Schweiß, mein Junge, Schweiß. Und? Ist gut. Heiß. So, jetzt pass auf. Renn. Heiß. Achse. Teil. Genauso eingepasst, das ist im besten Fall jetzt. Ist das fuck heiß, Alter. Ah! Oh, bo, 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 bo. I'm a Scatman. Mann, wir müssen doch nur gucken, wie hoch das ist. Komm, jetzt schnell hier einfach. Komm, zack. Es ist heiß. Oh, Mann, ich will nicht warten, aber ich will auch nichts einschmelzen. Oh, nee. Ja. Wir schmelzen immer fast unsere Ringe ein und dann ist der Reifen wieder kaputt. Und das wollen wir heute nicht. Heiß! Oh, ist das heiß, fuck. Ist doch jetzt kalt, oder? Ja, wenn es nicht dampft, ist es kalt. Zack, zack. Jetzt müssen wir wollen wir erstmal das da alles verbraten, bevor wir den Reifen raufmachen? Ja. Brian. Creme dich mal ein. Wir sind immer wieder gleich dumm. Hast du Sonnencreme? Ich habe im Auto auch was. Eigentlich wollte ich nur schweißen. Finn, ich habe das gehört. Also Stange. Das ist unsere Achse. Hier einmal U-Scheibe. Dann unsere neue Superkonstruktion mit dem Loch. Und jetzt
Montage auf unserer Lenkung. Hierauf, wa? Der geht über. Nee, hier, was bitte? Das ist der perfekte Schraubenschlüssel dafür, siehst du? Leg mal rauf und ich hau rauf. Wie? So, rum, peace. Peace? Ich weiß nicht, was du von mir willst. Peace, rum, so. Ach so. Meh. Ha! Das wäre ja geil, Alter. Danke. Ist das scheiße? Ja, nee, nee. Oh, gut. Super, so haben wir es auch geplant. Ja. Was sagt ihr? Hier oben Lenkung, lenk mal. Okay, ey, ich bin irgendwie richtig mega zufrieden bisher. Jetzt, wo das Wichtigste von dem Fahrrad hier fertig ist, machen wir eine Achse rüber, ne? Jetzt müssen wir uns überlegen, das Ding biegt ja volles Mett durch, wenn wir mit zwei Mann drauf sitzen. Deswegen gibt's die Buggys nämlich nicht zu zweit. Jetzt müssen wir drei Erfinder eine Lösung für dieses Problem finden. Und mein Vorschlag wäre, wir gehen wie bei der Pyramide von Cheops nach oben. Druck kommt von oben. So, der will auseinander. Mhm. Aber er kann das nicht, weil er befestigt ist. So, der kommt direkt auf die Hinterachse, der Mann. Oder wir sitzen so. Jeder darf einmal mehr einen Fuß. Das geht richtig hart. Das ist wie Sackhüpfen. Rechts, links, right. Klippe, klippe, klippe. Ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal einen Grundrahmen und gucken mal, wie sich das anfühlt. Jetzt müssen wir von hier aus Ableger bauen, ne? Die nach hinten gehen. Richtig? Im besten Fall in eins. Wollen wir den erstmal daran braten? Ja! Braten! Okay, abkühlen lassen. So, jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir das Ding hier biegen. Eins, zwei, ja. Super. Das ist doch geil, ey. Boah, schickibigi. Biegen wir den nochmal. Eins, zwei. Wir bauen jetzt die Schienen, die an unserem Flacheisen festgemacht werden. Die kommen so von vorne nach hinten, dass wir einen schönen Bogen reinbekommen. Fuck your mania! Ey, Mann! Dieser verfickte Scheißkarton hier! Kann ich mal deine Brille da oben haben? Das Ding, was du auf dem Kopf hast. Krieg ich mal deine Brille? Die auf dem Kopf. Heute ziehen wir beide Nähte, kommst du mal bitte einmal rum. Kann es sein, dass wir immer scheiß Helme hatten? Ja, das Problem war immer, dass ich nichts gesehen habe. Und du hattest immer Folie auf deinem Helm. Wer auch immer dieses Schweißbattle gewonnen hat, ne? Schweißen können wir beide. Das stimmt. Da gebe ich dir recht. Oh. Yeah. So, was man jetzt machen könnte, wenn wir richtig krass sind, ist hier noch eine Federung rein. Oh, fetten Sprungfedern, Alter, ey. Alter. Hey, guck, ey. Das wäre richtig geil. Boom, boom, ey. Boom, boom. Okay, ich guck mal, ob ich Federn finde. Wie geil sind die? Ey, das ist eigentlich für ein Auto, wo noch ein Motor drauf ist. Ja, aber das ist doch richtig geil. Weißt du, was wir machen? Wir braten die hinten direkt an der Achse, Alter. Lass sie mal lieber durchschneiden. Ja, nee, guck mal. Wir nehmen nicht zwei, weil die kriegen wir tatsächlich nicht eingedrückt. Eine kriegen wir eher eingedrückt. Ist ja klar. So. Ich finde die so gut, Alter. Die sind so groß. Du hast ein Sprungfederproblem. Das hängt mir wirklich, ne? Ich liebe die. So, jetzt brauchen wir hier ein bisschen Material. Kann man sich so über eine Feder freuen? Ich check es nicht. So, guck mal, können wir schon mal einen hier ran düdeln. Hier unten ist jetzt cool. Da muss er runter ein bisschen. Jetzt ist das Ding hier unten an der Achse fest, hier oben mit den Schrauben ist das halt so, dass er unten starr ist und dann kann er sich hier oben so bewegen. Und jetzt müssen wir den abfangen und dann würde ich jetzt einfach so ein Stück Metall hier oben in das Teil reinschieben und hier unten auch. Ja, fertig. Guck mal, wie die Achse da drin sitzt. Okay. Alter! Das sieht so gut aus. Biegt sich's irgendwo durch? Ja, ein bisschen. Boah, voll verbogen! Wir verkürzen jetzt den Hub hier hinten am Arsch, dass wir direkt auf die Räder drücken, da wo es nicht mehr abknicken kann. Das ist wieder so eine klassische Konstruktion.
Also die Sitze haben hier so viel Gewinde dran. Das heißt, wir machen jetzt hier zwei Flacheisen drüber mit vier Löchern, wo Schrauben reinkommen. Die zwei Flacheisen kommen zack auf das Gestell rauf, werden festgebraten. Dann können wir die immer jederzeit von unten noch abnehmen. Ist schon ziemlich geil, kannst du mal zugeben. Komm, fahr jetzt einfach ans Meer. Der große Test in Labö. Und der Name ist Programm, Alter. Hier ist richtig Druck. Ich habe echt sowieso ein bisschen Bange, weil ich kann nichts machen. Ich bin nur heute Gegengewicht. Haben wir eine Tüte da. So eine Geschichte ist nicht ganz ungefährlich. Deswegen solltet ihr das Profis überlassen. Ich weiß gar nicht, muss das hier ab oder ist das, was mache ich hiermit? Wo mache ich mir das denn hin hier? Ist da eine Anleitung bei? Okay. Oh, yo, yo. Wir haben Druck drin, du, wir haben Druck drin. So, jetzt müssen wir den Buggy hier starten, uns platzieren, hoffen, dass diese Federung nicht bricht und einfach geradeaus fahren. Easy, glaube ich. Oh, Alter, hier ist so Wind. Unfucking fassbar. Wie fährt man die Scheiße denn? Ja, aber es ist schon ganz schön flott. Ich hab dich. Wie die Tochter, die zum ersten Mal Fahrrad fährt. Oh! Es geht! Oh, ist das herrlich. Jetzt hast du ihn. Sehr schön. Und mal. Ja! Wir haben den besten 25 km/h! Ja! Nicht so schnell. Nicht übergehen. Da auf zu heilen! Nein! Nein! Oh. Ja. Geiler, das funktioniert so gut. Ey, ich könnte dich einfach zur Arbeit fahren. Guck, ich kann richtig perfekt lenken. Die Konstruktion ist mega. Ich hab dich. Ich hab's hier. Geil, hat geklappt. Oder? Guck mal, ey, wie weit wir gefahren sind. Ja, sehr weit. Wie kommen wir denn jetzt zu den anderen, Alter? Ist das gut, Alter. Ein weiteres Klimasandprojekt, was ohne Probleme funktioniert hat. Guckt euch auf jeden Fall das Video an mit Mario. Ist hier irgendwo in der Ecke. Da haben wir ein Kite gebaut, eigenes Kite genäht. Sehr gut, hat auch sehr gut funktioniert. Ah, Mario hat uns schon ganz schön oft geholfen. Die Matte haben wir auch von ihm. Geht das gut oder was? Das geht echt gut. Wir fahren. Ja, wir sind schon so weit, wir kommen bloß nicht mehr zurück, ne?